Boston 46ers.de, das Basketballmagazin, präsentiert von Media Tools. Ein straffes Programm erwartete die Gießen 46ers am Wochenende. Zwei Spiele innerhalb von drei Tagen, eine echte Mammutaufgabe für die junge Truppe von Trainer Dennis Wucherer. In Jena konnten die Mittelhessen einen spannenden Krimi für sich entscheiden. Mit 73-71 entführen die 46ers als allererste Mannschaft überhaupt in dieser Saison zwei Punkte aus der Saalestadt. Am Freitag zuvor war Karlsruhe in der Sporthalle Ost zu Gast. Für die Gießener Fans ein Wiedersehen mit den Ex-46ers Ruven Rösler und Tim Schwarz. Oh ja, war schön. Ich hatte hier zwei tolle Jahre. Viele alte, bekannte Gesichter wieder getroffen. Ja, leider haben wir das Spiel verloren, aber war verletzt heute, aber ich komme mir wieder gern her. Das Spiel begann aus Sicht der Hausherren denkbar schlecht. Gießen vorne nicht wach genug, hinten zu anfällig. Payne schnappt sich den Ball von Lischka, den Fastbreak schließt Harris dann erfolgreich ab. Karlsruhe startete mit einem 10-0-Lauf in die Partie. Vor allem der 2,3 Meter große Center Jeremy Black zeigte an diesem Abend eine starke Form. Auf der Gegenseite sorgte Miles Hessen dann aber für den Hallo-Wach-Effekt für Gießen. Der Brite mit einem krachenden Dunking. Die 46ers kämpften sich jetzt rein in die Partie. Kapitän Saibu zieht die Abwehr auf sich, sieht den freien Mann und Chubb mit dem Korbleger. Die Karlsruher Abwehr offenbarte jetzt größere Löcher und die Gießener wussten auch diese zu nutzen. Saibu mit dem langen Pass auf Hessen und der lässt den Korb wackeln. Trotzdem ging es mit einem 12-22 Rückstand in die erste Viertelpause, weil die Gäste auch immer wieder von der nachlassenden Intensität in der Gießener Defensive profitierten. So konnten die Karlsruher auch zu Beginn des zweiten Viertels auf 27-12 davonziehen. Wenige Augenblicke später springt die Leo in den Passweg der Karlsruher und schließt per Dunking ab. Doch die Gießener Aufholjagd ging nur langsam vonstatten. Trotz dieses weiten Dreiers von Hessen ging es mit einem Rückstand in die Pause 30-39 aus Sicht der Mittelhessen. Auch in der zweiten Hälfte war es Miles Hessen, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Auf Pass des agilen Saibu stopft der Brite den Ball per Alley-Oop durch die Reuse. Der Topscorer des Abends sorgte dafür, dass es jetzt richtig laut wurde in der Osthölle. Doch Karlsruhe war um die passende Antwort nicht verlegen. McDuffie scheitert zunächst aus der Distanz, doch die BG sichert sich den Rebound und Black kann sich unter dem Korb gegen drei Abwehrspieler der 46ers durchsetzen. Doch in Spielminute 27 war es dann soweit. Nach No-Look-Pass von Teilig markiert Chubb mit diesen Punkten die erste 46ers-Führung des Abends. Auch Ruven Rösler merkte jetzt, das Spiel war dabei zu kippen. Quasi mit der Sirene traf die Leo dann auch noch zum 53-47 für Gießen. Im Schlussabschnitt unterstrichen die 46ers dann ihre Siegambitionen. Saibu mit 7 Assists, Gießens erfolgreichster Vorlagengeber des Abends auf die Leo und der mit sicherem Händchen von jenseits der 6,75 Meter Linie. Die Osthalle war jetzt genauso präsent wie die Mannschaft auf dem Parkett. Diesmal legt die Leo für Hessen auf und der markiert zwei weitere seiner insgesamt 24 Punkte an diesem Abend. Als Anje dann wunderschön auf Ricky Young durchsteckt und der sich mit diesem Dunking bedankt, ist die Partie entschieden. Gießen gewinnt aufgrund der starken zweiten Halbzeit verdient mit 75-66 gegen die BG aus Karlsruhe. War relativ gut in der zweiten Halbzeit, haben wir es ein bisschen angezogen. In der ersten Halbzeit lief es nicht so gut.
Ich glaube, wir haben dann in der Defense einiges umgestellt und so den Gegner einfach zu schweren Entscheidungen getroffen. Und die kamen mit unserer Presse überhaupt nicht klar. Und so kamen wir zu einem guten Ballgewinn und konnten dann eine leichte Punkte vorne machen, was natürlich in die Karten gespielt hat. Ja, irgendwie haben wir immer so das Problem, dass wir in der ersten Halbzeit nicht so wirklich mit Power rauskommen und irgendwie immer so ein bisschen lethargisch wirken. Das müssen wir irgendwie abstellen, probieren, das besser zu machen. Und ja, das haben wir in der zweiten Halbzeit zum Glück gemacht. Und dadurch kam dann auch der recht deutliche Sieg am Ende. Gießen 46ers TV, das Basketballmagazin, präsentiert von Media Tools.